Bangarang, Brudis und Schwesties, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute gibt es zum ersten Mal eine Reaction über ein Netflix-Exclusive, aber das auch nur, weil ich riesengroßer Breaking Bad-Fan bin und ich absoluten Bock auf diesen Film habe oder auf dieses Netflix-Exclusive. Darum gibt es heute auf diesem Kanal darüber eine Reaction. Und wenn ihr generell Bock auf Reactions, Vlogs oder Let's Plays habt, dann lasst gerne ein Abo hier, denn hier erscheinen regelmäßig solche Videos. Ich würde sagen, wir legen direkt los nach dem Intro. Bangarang, Bangarang, Bangarang. Brudis und Schwestern, herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. So, Leute, dann würde ich sagen, let's go. Brudi, es geht genau da weiter, wo Breaking Bad aufgehört hat. Ich will nicht zu viel verraten, weil ich habe Angst, jemanden zu spoilern, der die Serie noch nicht gesehen hat. Derjenige von euch, der die Serie noch nicht gesehen hat, ihr müsst euch diese Serie reinziehen, ihr verpasst sonst eine der besten Serien überhaupt. Ich weiß jetzt, für mich ist es ein bisschen schwer, jetzt darüber zu reden, ohne großartig zu spoilern. Auf jeden Fall sieht man schon, es geht genau da weiter, wo die Serie aufhörte. Jesse Pinkman ist auf jeden Fall mit dabei. Seine Homies aus der Serie, hier sieht man gerade einen von dem, ist auch schon mit am Start. Das verratet der Trailer jetzt an dieser Stelle schon mal. Oh, Junge. Ich hab so Bock, Leute. Ich hab so Bock. Wahnsinn. Wahnsinn. Oh, Bruder. Ja, es ist ein bisschen schwer, jetzt darüber zu reden, weil ich wirklich niemanden spoilern möchte. Aber das Ende von Breaking Bad, der Serie, war ja ziemlich heftig und Jesse Pinkman ist ja da aus einer sehr, sehr miesen Situation rausgekommen mit der Hilfe von Walter White. Was man jetzt halt nicht weiß, ist, ob Walter White da irgendwie noch eine Rolle drin spielt. Ich hoffe es, ich wünsche es mir so sehr. Ich würde es mir so sehr wünschen, wenn Walter White da auch eine, aber kann ja eigentlich nicht sein. Ich kann nicht so viel verraten, ich möchte niemanden spoilern, ich sag das immer wieder an der Stelle, ihr müsst euch diese Serie ansehen und wenn ihr die Serie gesehen habt, dann würde mich sehr interessieren, wie eure Meinung darüber war, lasst mich das gerne mal in den Kommentaren wissen. Heftig. Heftig, heftig. I saw my face in the mirror, Lord, I know I've changed, though I love. Also es geht tatsächlich nahtlos am Ende der Serie weiter. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, das hätte ich jetzt nicht vermutet. Finde ich aber extrem geil. Ich finde es extrem nice, dass sie genau an der Stelle weitererzählen. Die Homies scheinen auch noch eine Rolle zu spielen, sind eigentlich sehr kleine Nebendarsteller aus der Serie selbst, spielen in der Serie keine sehr große Rolle. Hier und da, in wichtigen Szenen, sind sie zwar dabei, aber sind nicht großartig ausschlaggebend. Der Hammer ist halt natürlich, dass Jesse Pinkman da wieder mitmacht. Und ja, es ist halt schwer, jetzt die Anknüpfung irgendwie großartig jetzt darzulegen. Vielleicht hätte ich vorher den Spoiler-Alarm rausgeben sollen. Aber ich mache es an der Stelle nicht mehr. Ich werde auch nicht spoilern. Wir werden uns jetzt noch ein bisschen den Trailer reinziehen und genießen, Leute. Much the same. I found grace in black water, bathe my soul, tell my heart. Oh, hier sieht man ein interessantes Foto. Dieses Mädchen, das ist, hier sieht man auf dem Foto, sieht man Mutter und Sohn. Jesse Pinkman hatte sich in der Serie in die Dame verliebt und hatte auch so ein bisschen die Vaterrolle für den Jungen eingenommen. Leider ist das alles ganz unglücklich gelaufen. Jesse wäre durch diese Liebesbeziehung, hätte er es fast geschafft,
aus diesem Geschäftsmilieu auszusteigen, das alles hinter sich zu lassen. Und das Ganze endete dann sehr, sehr böse und sehr dramatisch. Schön, dass man das mit so einem Foto noch mit reinbringt, dass man diesen Bezug hat, dass Jesse mit der ganzen Serienthematik noch längst nicht abgeschlossen hat. Ne? Das ist interessant zu sehen. I told you so. Oh, das ist eine ganz, ganz wichtige Szene. An der Stelle in der Serie ging eine sehr, sehr krasse Action ab in Bezug auf den Schwager von Walter White und seinen Kollegen. Der Schwager von Walter White war in der Serie ein Polizist. Also das ist der Bruder gewesen von der Frau von Walter White. Der war Polizist und der kam Walter White natürlich irgendwann auf die Schliche. Und hier gab es damals in der Serie einen riesen Showdown. Oh, Leute. Ich glaube, Jesse ist da auf der Suche noch nach restlichem Geld, das von damals da übrig geblieben ist. Ach, Leute, also es ist schon krass. Hier sieht man auch, hier ist Jesse, ich glaube, das ist das alte Haus von Walter White sogar. Digi, Brudi. Ich glaube sogar, das ist das alte Haus von Walter White, wenn ich mich richtig erinnere. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich erinnere mich nicht so wirklich an diesen Kamin. Aber so dieses Abriss-Feeling von diesem Haus. In der Serie sieht man am Ende, weil das Haus ja von Walter White beschlagnahmt ist und hin und her, sieht man ja, dass das alles sehr runtergekommen ist. Kiddies haben das so ein bisschen als Skateboardbahn benutzt, darin ist Graffiti besprüht, alles und sowas. Und das macht so diesen selben Eindruck auf mich. Ich glaube, Jesse sucht da noch nach restlichem Geld, was übrig geblieben ist. Also hier ist noch interessant, also man sieht, Jesse kommt aus dem Struggle nicht raus, ne? Man weiß jetzt halt noch nicht genau, was ist da los, was ist da jetzt die Thematik, was will er jetzt noch überhaupt so? Weil eigentlich wäre er jetzt fein raus aus der ganzen Angelegenheit, ne? Ich glaube, von den meisten wird er für tot gehalten, weil er sehr, sehr lange Zeit einfach nicht mehr auffindbar war, aufgrund der Thematik aus der Serie, auf die ich hier nicht großartig weiter eingehen will. Ich kann euch nur immer wieder ans Herz legen, Leute. Ich habe auch lange gebraucht, dass ich mir die Serie mal angucke. Ich habe es immer wieder gehört, du musst Breaking Bad gucken. Und irgendwann ist man in der Situation, dass man sagt, weißt du was, zum Trotz gucke ich es nicht, weil ich es von jedem höre. Aber das war ein großer Fehler. Also kann ich nur sagen, für alle, die die Serie noch nicht gesehen haben, fangt heute Abend damit an, geht auf Netflix, ich glaube auf Netflix ist sie noch drauf, und zieht euch bitte diese Serie rein. Kann ich wirklich nur ans Herz legen. No. You ready? Wahnsinn. Wie es aussieht, ist er nach irgendwas jetzt her gewesen, was beschlagnahmt worden ist. Ich weiß nicht, ob das Geld war oder vielleicht restliche Drogen, die noch von Walter White hergestellt worden sind, alias Heisenberg. Ich kann es an diesem Trailer noch nicht wirklich festmachen und bin dann selber auch noch so ein bisschen am Spekulieren, um was jetzt die Thematik sich dreht in dem Film. Aber ich kann euch nur sagen, Leute, es lohnt sich auf jeden Fall, die Serie zu sehen. Ich habe richtig Bock auf dieses Netflix-Exclusive. Ich glaube, ich hatte noch nie so viel Bock auf ein Netflix-Exclusive wie dieses Mal. Und wenn ihr die Serie noch nicht gesehen habt, dann macht das auf jeden Fall und lasst mich mal in den Kommentaren wissen, wie ihr die Serie fandet und ob der Tipp auch ein guter Tipp von mir war. Und ansonsten, Leute, würde mich auch sehr interessieren, was ihr von der Fortsetzung haltet, El Camino. Ich bin mal gespannt, lasst es mich mal in den Kommentaren wissen. Und ansonsten, wenn euch diese Reaction gefallen hat und ihr auch weiterhin Bock auf so eine Reactions habt oder Vlogs oder Let's Plays,
dann würde ich mich über ein Abo an dieser Stelle sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, haltet euch munter, bleibt sauber und haut rein. Ciao.